Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Bauprojekt. Ja, ich weiß, lang ist's her, aber ich habe mal wieder Lust, einen Park zu bauen und ich dachte mir, ich baue mal einen Mountainpark. Das wurde auch schon sehr oft vorgeschlagen in den Kommentaren und ja, das wollen wir heute mal versuchen. Und ich habe ja schon so ein bisschen die Landschaft, sage ich mal, angehoben, ja, begradigt kann ich ja nicht sagen, angehoben und so ein bisschen, ja, in eine Bergform gebracht. Also ob das jetzt letztendlich so bleibt oder nicht, das ist jetzt erstmal nur so eine Grundidee beziehungsweise Grundvoraussetzung, auf der wir unseren Park dann erstellen werden. Und das Hauptproblem, was wir haben werden, was natürlich auch ganz typisch ist, ist, dass wir einfach super viel Platz verlieren. Ihr seht ja hier diese Schrägen und sowas. Ja, die können wir halt das alles... Oh, sorry. Das ist der neue Kameramodus. Gerade ein bisschen überfordert mit dem Controller. Hier, diese Schrägen hier zum Beispiel, das ist alles ungenutzter Platz, da können wir auch nichts draus machen. Ich gehe mal eben aus dem Dingsmodus hier raus, da können wir uns ja besser bewegen. Genau, hier diese Schrägen, da kann man halt nicht wirklich irgendwie was bauen oder machen. Letztendlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir hier einfach Bäume hinklatschen. Und dann ist der Platz halt weg und dadurch werden wir einfach sehr wenig Parkfläche haben. Ich weiß gar nicht, ob man das von hier sehen kann. Ja, man sieht es, ne? Also es ist wirklich ein großes Stück, was hier überall am Rand weggeht, da wo angehoben ist. Und ich bin mega gespannt, ob wir es überhaupt hinkriegen, hier einen Park zu bauen. Weil man muss immer bedenken, bei Jurassic World Evolution, also beim Sandbox, bei der Map, ist der Platz echt begrenzt. Und wenn man dann noch so Erhöhungen macht, dann geht noch mehr Platz verloren. Und wenn man dann mal dagegen sich die Gebäude anguckt, wo ist denn hier das Innovationszentrum? Da, seht ihr, so lange ist es her. Wenn man sich das mal dagegen anguckt, oh, mit zwei Innovationszentren, ist hier oben schon Schicht im Schacht, also da ist schon Feierabend. Da wäre hier die Fläche schon weg. Also viel Platz ist da nicht. Und wenn man dann noch Gehege unterbringen muss, Essen, Trinken, Versorgung für die Leute, Aussichtsplattform und sowas. Also das wird schon echt kritisch werden. Aber wir schauen mal, wir werden das Beste draus machen. Und ich freue mich, ich hoffe, ihr freut euch auch. Wenn ja, dann lasst doch schon mal ein Like da. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Zum Anfang machen wir natürlich unseren Eingangsbereich, das ist ja immer so der Anfang. Den kann man leider nicht irgendwie verändern oder ja die Position verschieben oder sowas. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man den einfach so weiterbauen könnte. Also einfach hier zum Beispiel diesen Bereich ja abreißen könnte und dann einfach die Strecke weiterführen könnte und dann irgendwie hier oben den Eingang oder so machen könnte. Das wäre echt cool, weil ich würde viel lieber hier oben starten und dann kommst du an den Park an und hast erstmal so eine richtig schöne Übersicht hier über die ganzen Gehege und sowas. Das wäre echt nice. Aber wir müssen hier leider hier unten starten und deswegen machen wir jetzt hier so einen kleinen Eingangsbereich. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen, aber wir werden da schon irgendwas Schönes finden. Das Wichtigste, was ich immer mache, wenn ich so einen Park baue, ihr seht schon, also das, ich erkläre es euch mal kurz. So, das, dieser Ankunftsort ist ein bisschen niedriger als hier diese Fläche. Das liegt daran, dass wenn ich das auf diese Höhe hier machen würde... Da, seht ihr das Stück, was runtergeht? Auf diese Höhe geht leider kein Wasser. Wenn ich hier Wasser mache, wird es automatisch angehoben. Und das ist immer echt uncool zum Bauen. Also ihr müsst immer eigentlich so eine Grundfläche haben, auf der man auch Wasser platzieren kann. Weil es gibt nicht alle Höhen, auf denen man Wasser machen kann. Klingt vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert, aber das ist wirklich so. Und deswegen muss man eigentlich immer eine Höhe benutzen, auf der man auch Wasser bauen kann, wenn man das vernünftig machen will. Und hierfür brauchen wir jetzt eine Lösung. Ich würde fast sagen, dass wir das hier schon ein Stückchen so runter machen. So. Und dann können wir einfach einmal mit dem Glättentool rüber. Und dann hat sich die Sache. Dann sollte man das eigentlich nicht mehr optisch erkennen können. Nee, seht ihr. Und dann haben wir das Problem mit dem Wasser auch behoben. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir das hier machen. Boah, erstmal so einen Weg natürlich noch gerade weg. Vielleicht können wir auch hier wieder so rund bauen. Das habe ich ja im Livestream in dem Parkprojekt auch schon gemacht. So. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Ja, hier funktioniert das natürlich wieder nicht. Doch, geht wohl. Wie weit bin ich denn hier gegangen? Oh, ungefähr. Ja, das kommt hin. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Im Prinzip könnte ich erstmal einmal so machen überall. Vielleicht könnten wir auch hier schon den ein oder anderen Laden unterbringen. Ich weiß jetzt nicht, wie das von der Größe her passt. Das würde sogar passen.
glaube, das mache ich. Also, dass wir hier dann noch das Ding einfach ein verlängern. Dann müsste da schon Laden hinpassen. Auf der anderen Seite genauso. Und dann packen wir auf jede Seite schon mal unser erstes Geschäft. Ich glaube, das ist ganz cool. Vielleicht hier ein Souvenirladen. Ja, passt leider noch gar nicht ganz. Müssen wir nochmal einen verlängern. Das ist halt auch eben echt immer das Problem. Also die Gebäude sind eigentlich immer größer, als man denkt. Habe ich immer so das Gefühl. Die nehmen immer mehr Platz weg, als man dann einberechnet hat. Weil die einfach so riesig sind alle. Macht es halt echt nicht... Das war jetzt nicht gewollt. Habt ihr es gesehen? Das ist alles ein bisschen abgesenkt worden hier. Ich will das nicht, dass es so auf die andere Höhe da geht. Aber das ist jetzt wieder das Problem, dass ich hier das mit dem Abglätten gemacht habe, glaube ich. Mal schauen, wie wir das hier am besten hinbekommen. Machen wir das nochmal so. Jetzt wurde es wieder abgesenkt, ne? Jetzt geht's hier schon los, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, Leute, Problem gelöst. Ich habe jetzt einfach hier diesen gesamten Eingangsbereich einfach auf die Bauhöhe von dem Ankunftsort hier gemacht. Und dann sollte es passen. Wir können ja später dann noch, wenn wir irgendwie hier Wasser bauen wollen oder so, können wir dann immer noch ein Stückchen hochgehen. Also das sollte eigentlich alles so funktionieren. Mal schauen, wie das gleich aussieht. Wir haben jetzt hier den Souvenirladen. Das sieht ja schon mal ganz nice aus. Wobei ich bei dem Souvenirladen immer so ein bisschen... Warte mal, das machen wir anders. Ich habe da eine Idee. Wir bewegen den noch ein Stückchen rüber. Das hat folgenden Grund. Ich zeige euch das gleich. Denkt euch jetzt wieder, was macht der Junge da? Warum entscheidet er sich die ganze Zeit um so? Das ist halt bei mir immer so. Ich bin sehr pingelig und ich ende oft Sachen, aber das kennt ihr ja schon. Also lasst euch da nicht stören. Ich schneide euch das ja auch immer so zusammen, dass es nicht ganz so lang ist. Für mich ist es immer, dauert das immer alles ein bisschen länger, aber ich habe daran auch echt Spaß, deswegen lasse ich mir auch die Zeit. So. Machen wir erstmal so. Dann zeige ich euch gleich, was ich vorhab, wenn der Kram hier fertig ist. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob das hier... Kann ich schon mal so machen. Also eine schöne Kurve kriegt man hier wahrscheinlich nicht hin, ne? Machen wir so, das könnte eigentlich ganz cool sein. Werdet ihr gleich sehen, wenn der Laden fertig ist, werdet ihr sehen, was ich hier vorhab. Hoffe ich doch, dass ihr es dann verstehen werdet. Genau, so. Und zwar, dieser Eingangsbereich von dem Laden ist ja so ein bisschen rundlich. Und ich wollte einfach hiermit das so darstellen, dass man so ein bisschen mehr Weg dahin hat. Wenn das hier nicht wäre, ich will es jetzt eigentlich gar nicht wegmachen, sieht das immer so aus, als wenn man nur von hier reingehen kann. Aber so sieht das auch so aus, als wenn man auch hier rum reingehen kann. Ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Nur sieht das natürlich jetzt hier nicht so richtig abschließend aus. Das ist immer ein bisschen doof. Besten ist, wenn man es so macht. Ich glaube, das finde ich ganz in Ordnung. Ich finde es auch cool, dass dieser kleine Knick da drin ist. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Das mag ich. Gefällt mir. Super. Können wir auf jeden Fall so lassen. Und ja, dann machen wir weiter. Auf der anderen Seite müssen wir gleich auch noch natürlich ein Geschäft raussuchen. Ich weiß aber noch nicht, welches ich da gerne bauen würde. Machen erstmal hier den Weg dicht. Und ich weiß gar nicht, wie ich das hier gleich handhaben werde vom Weg her. Wir werden auf jeden Fall erstmal... Einmal machen das mal so. Okay, so können wir es auf jeden Fall schon mal machen. Was wir dann hier am Ende daraus machen, wir könnten natürlich so machen. Ich glaube, das sieht erstmal ganz cool aus. Nur die Frage ist, was machen wir dann hier hin? Ist halt alles noch... Oh, das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Ich weiß es noch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Machen wir jetzt erstmal die Grundform hier. Ich werde später sowieso noch so viel ändern, denke ich. Wir schauen mal, ob wir ein gutes Geschäft finden für die andere Seite. Wäre cool, wenn das auch so einen Eingang hätte, nur auf der anderen Seite. Damit wir das ungefähr genauso machen können. Weil wenn man Sachen synchron baut und so, sieht er eigentlich auch mal ganz gut aus. Oh, der ist aber groß, der Laden. Könnte man auch machen, ne? Na, ist schon zu riesig, glaube ich. Vielleicht nicht das Beste. Was ist mit dem Fossiliengebiet? Oh, der hat sogar den Eingang auf der richtigen Seite. Das ist natürlich nicht schlecht. Habe ich hier irgendwie weniger Platz gemacht? Fast das Gefühl. Okay, wartet mal, oder? Machen wir eben hier nochmal ganz kurz. So. So, Leute, ich habe mich umentschieden. Ich habe es hier
nochmal so ein bisschen abgerissen. Hab das Ganze hier hinten nochmal anders gemacht. Ich habe hier auch so einen Spielwarenladen hingemacht und hier ein bisschen die Form geändert. So finde ich das eigentlich schon ganz schick hier mit dem Weg, ne? Das sieht ganz nice aus. Hab's hier vorne jetzt auch gerade gemacht. Das sieht irgendwie besser aus. Also ohne diese Ecke da drin. Es ist einigermaßen synchron. Es ist nicht ganz perfekt hier, aber mein Gott. Ganz perfekt kriegt man es halt nicht hin. Dafür sind diese ganzen Sachen nicht genau genug. Wie ihr seht hier. Wie mache ich das denn jetzt hier am besten? Eigentlich ist das ja... Mal so. Und wir... Ich glaube, so ist ungefähr richtig, ne? Jo, das sieht schon mal sehr gut aus, Leute. Wenn man von oben guckt. Das ist gefällt mir auf jeden Fall. Das ist einigermaßen... ja, parallel, synchron, ich weiß auch nicht das Wort genau. Und ja, gefällt mir echt ganz gut jetzt. Hier hat man dann so den Eingang in den Spielwarenladen. Hier hat man den Eingang in den Souvenirladen. Und das finde ich eigentlich ganz cool und nice. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das nach vorne hinweg machen. Das Ding ist, wir sind halt noch nicht auf der Wasserhöhe. Das ist halt echt doof. Irgendwo müssen wir halt den Übergang machen, wenn wir hier irgendwo Wasser bauen möchten. Und die Frage ist, wollen wir das schon hier irgendwo machen? Ich weiß auch nicht, wie groß ich diesen Eingangsbereich machen sollte. Wir müssen auf jeden Fall hier noch eine Einschienenbahnstation. Oh, die ist auch riesig, ne? Man denkt das halt immer nicht, aber guck mal, wie groß das ist. Diese Einschienenbahnstation nimmt hier schon so viel Platz weg. Die ist nämlich ganz wichtig, weil ich möchte mit der Einschienenbahnstation, ich baue die jetzt mal irgendwo hin einfach, irgendwo hier oben hoch oder dahin oder so. Und von da aus soll es dann wirklich mit dem Park losgehen, weil dieser Eingangsbereich ist sozusagen nur so ein Übergang, weil wir halt nicht die Möglichkeit haben, den Ankunftsort an eine andere Position zu verlegen. Ich würde sagen, ich überlege mir mal eben was, wie ich das jetzt handhabe und dann bringe ich euch zurück. Okay, Leute, ich habe mir was überlegt. Ich glaube, ich mache das relativ simpel. Also ich werde jetzt hier einfach den Weg gerade durchführen lassen und dann machen wir mal so. Das ist halt auch blöd, ne, dass man diese Schilder, die sind halt auch so random, ne? Jetzt ist hier eine Stelle mal frei und sowas. Also keine Ahnung. Das sind halt alles so Sachen, die mich ein bisschen stören. Deswegen arbeite ich auch echt ungern mit diesen breiten Wegen. Ich meine, es ist jetzt nicht so schlimm. Es ist immer ganz nice, so ein Schild und Mülleimer zu haben. Aber dass die halt so, ja, einfach so willkürlich mit platziert sind, diese Schilder. Und es macht halt alles gar keinen Sinn. Aber es ist auch egal. Wollen wir uns nicht drüber aufregen. Dass uns hier Gestaltungsmöglichkeiten fehlen, das ist uns ja allen bekannt. Aber gut. Ich glaube, ich mache es einfach standardmäßig so. Wir machen hier den Weg bis... gerade durch so ein bisschen, machen dann hier ein Gehege hin und hier ein Gehege. Da kommen dann, oder machen wir zwei Gehege? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht machen wir hier auch so ein... Aber wir machen erstmal das erste Gehege. Und dann schauen wir weiter. Mach ich mal auf dieser Seite. Weil dann hat man sozusagen, wenn man in den Park kommt, so einen kleinen Begrüßungsbereich. Da kommen wieder, wie immer, kleine Pflanzenfresser rein. Die sind immer eigentlich am besten geeignet, finde ich, für so einen Park. Man will ja auch nicht direkt gleich die Mega-Attraktion da im Eingangsbereich haben. Das macht ja keinen Sinn. Und ja, und dann kann man hier halt so schon mal sich ein paar Dinos angucken. Und dann kann man in den richtigen Park erst hochfahren mit der, wie heißt die denn? Einschienenbahn heißt sie, glaube ich. Und ja, das machen wir jetzt mal und gucken mal, wie es dann aussieht. Bin wirklich super gespannt. Die Größe des Geheges ist natürlich jetzt auch nochmal wichtig. Ich möchte auf jeden Fall Dinos nehmen, die jetzt nicht so... mega krasse Ansprüche haben, was Größe angeht. Beziehungsweise ich habe die Ansprüche ausgestellt, aber es soll ja auch noch so aussehen, als wenn die Dinos zumindest einigermaßen artgerecht gehalten werden. Hier habe ich ein bisschen zu kurz gebaut. Da müssen wir mal eben... Das passt so nicht. So, jetzt bin ich zufrieden. Die Größe von dem Gehege ist gar nicht mal so klein, wenn man das mal so überlegt. Vielleicht könnten wir sogar schon den einen oder anderen etwas größeren Dino hinmachen. Und jetzt ist die Frage, wie wäre es denn, wenn wir hier noch eine Beobachtungsgalerie irgendwie unterbringen? Das wäre eigentlich auch ganz cool. Ich denke, ich werde auch wirklich so eine Galerie machen. Ich arbeite ja sonst immer lieber mit den Türen, weil man da mit den Wegen da besser bauen kann. Aber eine Galerie macht einfach hier in dem an der Stelle einfach viel mehr Sinn. Muss man einfach mal sagen. Ich glaube, ich mache die einfach mal so irgendwie hin. Wir platzieren die einfach mal und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Ich weiß noch ehrlich gesagt gar nicht, welchen oder welche Pflanzenfresser wir da gleich reinmachen können. Und das werden wir dann sehen.
Das werden wir auch auf jeden Fall noch in dieser Folge machen. Deswegen, also in die Kommentare schreiben, braucht ihr da nichts. Ich werde da gleich irgendwas Schickes für uns raussuchen, denke ich mal. Das ist halt echt gar nicht so ein kleines Gehege, ne? Das ist eigentlich ganz cool. Frage, wollen wir hier abrunden oder eckig machen? Ich glaube, ich mache hier so ein bisschen abgerundet. Okay, das wäre unser erstes Gehege. Sieht natürlich jetzt hier so ein bisschen hugelig aus, aber wir können mal von oben gucken. Die Form ist eigentlich schon ganz cool, ne? Also die geht eigentlich klar. Ich denke, die Größe ist auch gar nicht so verkehrt fürs erste Gehege. Ist ganz nice. Und ja, das gestalten wir später dann noch. Und der Weg, der führt dann irgendwie hier rum. Und dann würde ich fast sagen, dass wir hier noch vielleicht entweder einen See hinmachen oder sowas wie eine weitere Einkaufsmeile, also das heißt noch mehr solche Geschäfte. Wir können das ja mal ausprobieren mit so einem kleinen Gewässer, wie das aussehen würde. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir hier auch die richtige Gewässerhöhe haben. Das ist halt hier vorne echt wieder kritisch, ne? Wenn hier noch die andere Höhe ist. Mal gucken, dass man, dass das nicht so kacke aussieht. Sieht man jetzt ganz schlecht. Aber hier ist ein Huggel vorhanden, aber den, ja, wenn man den nicht sieht, ist mir das, finde ich das nicht schlimm. Aber ihr seht schon, ne? Sobald ich hier Wasser platziere, geht hier gefühlt alles kaputt. RIP. RIP, gerade Straße. Alles hugelig. Ich glaube, Wasser ist auf dieser Ebene echt keine Option. Das ist halt echt doof, dass die wirklich den Ankunftsort auf eine Höhe platziert haben, wo man kein Wasser platzieren kann. Also, keine Ahnung, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, aber es ist total dumm. Also wirklich. Das ist total bescheuert. Also Wasser können wir hier wirklich knicken. Letztendlich habe ich das jetzt alles mit so einem großen Weg gemacht. Die Einschienenbahnstation müssen wir eh nochmal irgendwie anders positionieren, finde ich. Und das hat mir nicht ganz so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht könnten wir halt auch nochmal... Könnten die auch da oben machen, aber... nee, wollte ich eigentlich nicht... Wollte eigentlich wirklich hier die Einschienenbahn noch in dem Eingangsbereich irgendwie platzieren. Aber ich weiß halt nicht, wie das... Es hat mir halt nicht so gut gefallen, dass es so direkt krass nach oben ging. Von der Strecke her. Könnte natürlich auch so machen, ne? Oder kann man eigentlich auch die... Ist es egal, in welche Richtung man die Strecke abbaut? Man könnte auch so rum machen, ne? Oh, das ist natürlich dann... glaube ich, eine bessere Lösung, wenn wir die so rum dann führen. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen gut dann aussieht. Können die ja mal erstmal einfach jetzt, ja, machen wir mal doch, versuchen wir es mal parallel zu der Straße so ein bisschen mit Abstand. Dann könnte man eventuell die Strecke so, das ist auf jeden Fall, um einiges besser hier von der Steigung her. Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Das mag ich. Gefällt mir. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier noch machen. Wie sieht denn das aus, wenn man so einen großen Weg hier abgehen lässt? Wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, ne? Ach so. Oder wir machen... Zweite Alternative wäre natürlich, dass wir so... Nochmal einen guten Einrastpunkt. Und so. Boah, ich glaube, das ist schöner, wenn wir es so machen. Denke ich mal. Jo, das sieht eigentlich ganz cool aus. Also ich denke mal, für den Eingangsbereich sollte es reichen. Wir haben auf jeden Fall alles da, was unser Eingangsbereich braucht. Im Prinzip ist ja auch, was nur wichtig ist für unseren Eingangsbereich, die Einschienenbahnstation. Jetzt haben wir sogar schon unser erstes Gehege hier. Das ist auch ganz gut. Weil wir werden sowieso super wenig Platz hier haben. Wir können ja auch jetzt schon mal hier nochmal so eine Baumreihe auf jeden Fall hinterziehen. Weil unseren Eingangsbereich will ich auf jeden Fall auch so ein bisschen natürlich abgegrenzt machen. Am liebsten komplett hier
einwalden jetzt hier das Stück. So. Das heißt, wenn man hier in dem Eingangsbereich ist, sieht man jetzt erstmal, wir können ja mal in den Aufnahmemodus gehen, dann sieht man wenigstens auch aus der Kamera von den Leuten was. Also jetzt hier aus dem Eingangsbereich sieht man zum Beispiel nichts von dem Rest des Parks. Finde ich eigentlich ganz gut. Das ist alles so ein bisschen versteckt. Wir können ja auch mal kurz hier mit dem Ding hier ein bisschen rumfliegen. So, also man kommt hier in den Park rein. Wir versetzen uns jetzt mal in die Sicht der Besucher. Man kommt hier in den Park rein. Kann hier langlaufen. Rechts ist dann unser Souvenirshop. Links ist unser Spielzeugladen, wie auch immer sich. Obwohl so Jurassic World Spielzeug, das macht schon Sinn. Kann man hier langlaufen. Hier kann man in die Galerie rein. Kann sich dann von dort aus die Dinos angucken in dem Gehege, was noch nicht gestaltet ist. Und hier kann man dann in die Dings. Ist relativ simpel, aber denke ich, erfüllt seinen Zweck. Die Bäume hier müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen schicker machen. Das ist hier wieder alles ein bisschen verwuchert und kreuz und quer. Aber sonst sollte das hier schon passen. Oh, Bäume sind einigermaßen schick getrimmt. Vielleicht können wir hier hinter noch eine Mauer machen. Finde ich eigentlich immer ganz nice. Okay. Das gefällt mir eigentlich. Macht auf jeden Fall optisch schon ein bisschen was her, so ein kleines Mauerstück. Macht wahrscheinlich nicht viel Sinn, obwohl schirmt so ein bisschen die Bäume von der Einschienbahn ab. Also ist schon ganz cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Machen wir hier nochmal eben, dass die Mauer da nicht unbedingt nochmal am letzten Stück so ansteigt. Ein bisschen absenken das Ganze. Dann passt das, denke ich mal. Das ist cool. Gefällt mir. Und dann können wir eigentlich schon unser Gehege gestalten und dann unsere Dinosaurier freilassen. Dann machen wir mal Wasser hin. Oh, die Ecke hier vorne ist eigentlich ganz schick. Aber wir wollen natürlich die Dinos eigentlich... Ah, hier ist schon wieder die Wasserhöhe, ne? Ich habe keine Ahnung mit dieser Wasserhöhe. Es ist halt echt doof, dass man nicht auf allen Höhen Wasser machen kann. Das ist einfach nur nervig. Aber ist halt echt super anstrengend, ne? Also keine Ahnung, was das soll, dass man nicht auf allen Höhen Wasser machen kann. Oh, jetzt regnet's. Okay, das passt, denke ich mal. Und dann können wir natürlich, wir wollen ja Pflanzenfresser kleine machen. Also wir können auf jeden Fall so einen Linksfutterspender machen. Entweder wir machen den hier hin, aber da kommen, glaube ich, eher Bäume hin. Wir könnten einen hier hin machen. Die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Wir könnten den allgemein hier hin machen, glaube ich. Oder machen wir zwei Spender? Ich glaube, wir lassen den da, weil dann werden die Dinos nämlich hier an den Zaun gelockt. Dann können die Gäste sich die angucken, wenn sie in den Park kommen. Das finde ich cool. Machen wir mal hier noch den ein oder anderen Baum hin. Ja, diesen Baum wollte ich erwischen. Alle anderen wollte ich stehen lassen. Ey. Junge, 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 ey. Was soll ich dazu sagen? Ich werde jetzt wieder nur diesen Baum da weg haben. No chance, ey. Ich könnte hier auch so Palmen lassen. Finde ich eigentlich ganz cool. Mal was anderes. Wenn man jetzt auch hier hinten noch Palmen hinkriegen würde, das wäre cool. Aber das klappt leider nicht. Der eine Baum ist mir auch schon wieder zu hoch. Bin ich ganz ehrlich. So, passt jetzt mit den Bäumen.
Ich lasse es jetzt einfach so. Ich bin nicht zu 100% zufrieden, aber es geht einfach nicht anders. Das Tool gibt mir einfach nicht die Möglichkeit, das vernünftig zu gestalten. Und ja, ist halt leider so. Ich werde jetzt mal eben einen vorläufigen Ausbrütbereich machen und dann können wir hier unsere ersten Dinos ausbrüten. Der vorläufige Bereich steht, ist ganz simpel, einfach ein Entwicklungslabor und ein ACU-Zentrum. Mehr brauchen wir ja nicht. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier ausbrüten können. Da machen wir mal eben hier Brutstättenkapazität in das Entwicklungslabor. Und jetzt ist die Frage, was könnte denn da gut rein? Das Ding ist, wir haben keine sozialen Anforderungen oder so, aber es soll trotzdem noch natürlich einigermaßen artgerecht aussehen alles. Also irgendwas, so klein ist das Gehege halt nicht, ne? Man könnte halt auch, Guanodon finde ich immer sehr cool, aber den habe ich letztens erst gemacht. Ich gucke ja auch immer, dass ich Dinos nehme, die ich nicht allzu häufig mache. Der hier zum Beispiel, der Polacanthus, den mache ich eigentlich so gut wie nie. Genau wie den Nodosaurus. Wobei ich den Nodosaurus im Wildlife Park gemacht habe. Den finde ich auch immer ganz cool, den Styracosaurus. Oder Edmonto. Könnten auch mal wieder Eddies machen, die habe ich auch ewig nicht gemacht. Ich mache mal ein paar Edmontos auf jeden Fall da rein. Wir können ja heute... Genau, ich habe eine super Idee, Leute, wie wir das machen. Wir machen jetzt heute... Ich weiß gar nicht, welche die coolen Edmonto-Skins sind. Schauen wir mal eben hier. Bei Sozial und so ist halt alles völlig Wumpe. Wobei bei dem Edmonto ist es sowieso egal. Weil der Edmonto eh mega entspannt ist. Wir machen heute mal... Wir machen mal drei Edmontos da rein. Aber die Edmontos, die werden da nicht alleine bleiben. Wir können da auf jeden Fall noch... andere Dinos mit dazu packen. Vielleicht noch eine andere Rasse oder so. Oder eine andere Art. Weil zu viel unterschiedlich will ich jetzt auch nicht. Ich nehme auch einmal den Standard-Skin. Den finde ich auch ganz cool beim Edmonto. Und ihr könnt ja sagen, welchen Dino wir noch zu den Edmontos dazu packen sollen in den Kommentaren. Ich kann ja einmal die Liste hier nochmal runter scrollen. Ihr könnt ja zur Not Pause drücken auf YouTube. Dann ist die Liste nicht ganz so schnell weg. Und ihr könnt ja mal dazu schreiben, welcher Dinosaurier denn hier noch gut zu den Edmontos in dieses Gehege hier passen würde. Also es ist jetzt nicht so groß, aber auch nicht so klein. Es geht eigentlich. Also drei Edmontos und noch irgendwie vielleicht zwei, drei. Ja, kommt auf die Größe an. Vielleicht auch vier andere Dinosaurier. Ihr könnt ja was in die Kommentare schreiben. Würde ich mich auf jeden Fall super drüber freuen. So, die Eddies sind fertig. Wir fangen an, die freizulassen. Der erste mit dem Regenwaldmuster kommt jetzt. Und das ist der, den ich auch wollte. Den finde ich echt schön. Ja, der Edmonto ist auch ein toller Dinosaurier. Kann man nichts anderes zu sagen. So, und hier seht ihr schon, der hat noch keinen Namen. Ihr dürft gerne Namensvorschläge oder einfach vielleicht euren Namen in die Kommentare schreiben und mit etwas Glück werdet ihr dann dieser Edmontosaurus oder einer von den anderen zwei, die wir jetzt auch noch freilassen. Ihr kennt das Spiel ja schon aus meinen anderen Parkbuilding-Projekten. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Er hat sich instant erkältet, alles klar. Wir müssen mal ganz kurz in die Einstellung. Da habe ich was vergessen auszustellen. Wo ist denn das? Da. Keine. Wir wollen keine Dinosaurierkrankheiten. Das Doofe ist, wir kriegen die jetzt nicht weg, ne? Ah, RIP. Egal, wir lassen erstmal den letzten frei. So, da ist er. Der letzte im Bunde. Und wir müssen jetzt gucken. Oh Gott, ey, der verliert ja richtig schnell Gesundheit. Ich heile den mal eben. Unsere Ranger-Station ist im Gange. Und wir können mal eben in der Zeit ein Tor noch bauen. Das habe ich nämlich vergessen. Da wurde ich jetzt gerade durch die Erkrankung ganz gut dran erinnert, muss ich sagen. Ich würde fast sagen, dass wir das einfach irgendwo hier hin machen. Ich wüsste nicht, wo sonst. Ich meine, man könnte es auch hier hin machen und dann von der anderen Seite
sozusagen herunterfahren. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ich glaube, die finde ich sogar ganz cool. Das so machen. Und dann später machen wir einfach hier so einen Weg runter, wenn wir das hier vernünftig gemacht haben. Und dann ist das sehr, sehr abgeschirmt von den Besuchern. Sieht auch ganz nice aus da hinten. Also so von der Besucheroptik her ist zumindest mal ein bisschen Varianz da im Zaun drin. Ne? Ja, das gefällt mir. Das lassen wir so. Dann kümmern wir uns sozusagen später darum. Aber wie sieht es denn jetzt hier aus? Ist unsere Ranger-Station fertig? Ja, perfekt. Das heißt, der Kollege kann hier schon mal betäuben. Und diese drei kommen jetzt in ihr Gehege. Und wovor es mir auch graut, Leute, ist diese drei Gebäude. Die werden wir auf jeden Fall brauchen, die noch irgendwo unterzubringen, weil ihr seht ja, wie groß die sind. Das wird echt schwierig werden. Aber wir fliegen mal eben los und betäuben die Dudes. So, Leute, ich habe mal in der Beobachtungsgalerie Platz genommen. Und da kommen gerade unsere drei Eddies angeflogen und werden jetzt gleich landen. Denkt auf jeden Fall an die Namensvorschläge für diese drei. Und ich finde, die passen wirklich, wirklich gut in jeden Park. Also Edmontosaurus, damit kann man echt nichts falsch machen. Sind super, super schöne, friedliche, ruhige Dinosaurier. Gefallen mir richtig, richtig gut. Und ich denke auch, die sind super Dinosaurier, um hier unsere Besucher zu empfangen am Eingang des Parks. Ach, das ist echt schön. Das sind immer so die besten Momente, wenn man einen Park baut. Die Dinos, wenn sie dann in ihrem Gehege sind. Wenn man sie dann einfach in Ruhe beobachten kann. Aber Leute, das soll es für die heutige Folge vom Mountainpark gewesen sein. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Wenn ja, lasst es mich auf jeden Fall mit einem Like oder einem Kommentar wissen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. In der nächsten Folge. Macht's gut. Haut rein. Euer Dandy.